Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Ein Tag mit mir und meinen Schafen. Heute Lammzeit und die Frage, brauchen Drillinge Milch zum Dazufüttern oder kann man die bei der Mutter lassen, dass die genug Milch hat? Und zwar habe ich hier ein Beispiel bei den Ziegen. Und zwar diese Ziege hier, die hat Drillinge, bei Lena. Ich hoffe, man kann das sehen. Die fütter ich dazu. Die hat zwar ein dickes Euter, aber das ist mehr ein Fleischeuter als ein Milcheuter. Das produziert nicht genug Milch. Dafür nehme ich von dieser Ziege die Milch. Die hat zwar Zwillinge, aber führt genug Milch, um alle 5 Lämmer zu versorgen. Hier habe ich ein Schaf mit Drillinge. Das ist eine Romanow-Kreuzung. Das ist das eine, was mit Magnesiummangel auf der Weide lag. Hat da 3 Mädchen gekriegt. Dann, also man sieht, bei den Lämmern, die sind fit und haben Appetit. Das heißt, da brauche ich nichts dazu füttern. Wie bei den meisten Schafen bei mir. Im Moment kriegen die ziemlich Futter auf Milchleistung, also über ihren eigentlichen Erhaltungsbedarf. Da ist die Mutter von Rudi mit der Null auf dem Hintern. Kein Lamm, da die Rudi aufgezogen hat bis zum Schluss, wollte ich die einmal durchlaufen lassen, aber man sieht, dass das Futter ihr natürlich sehr auf die Hüften gegangen ist. Andere, die ja, ziemlich in Milch stehen und 2 Lämmer zu säugen haben, die haben da nicht so viel Glück, beziehungsweise die stecken alles an Futter, also was die bekommen, in die Milch und haben natürlich nicht die Möglichkeit, da Fett oder Fleisch anzusetzen. Ja, hier sind noch die letzten 15 Stück, die noch lammen müssen. Also die haben angefangen um den 10. Februar rum. Und jetzt haben wir 2. März, also der Bock war sehr fleißig. Hier haben wir auch Drillinge, die sind ganz frisch, die lassen sich auch länger in der Box. Und man kann auch sehen, wenn man die Lämmer unterm Bauch packt, dass der voll ist. Wenn die krumm stehen und ja, den Rücken halt krumm machen, dann haben die nichts im Bauch oder beziehungsweise nicht genug Milch. Bei den jungen Lämmern ist es halt so, dass die noch nicht diesen proper Zustand haben. Also die brauchen ein paar Tage, bis die sich soweit einstellen, um halt diese Taille hier auszubilden, dass das richtig knackig aussieht. Das zeige ich gleich bei den anderen Lämmern. Hier sind dann in den letzten Tagen nur Einlinge gekommen, aber das ist nicht so schlimm, überwiegend Böcke. Ja, jetzt zeige ich euch die anderen. Ja, hier habe ich die anderen Schafe, die trenne ich von den Lämmern beim Füttern. Und zwar hat das den Grund, dass manche Lämmer dann anfangen, die Milch bei den Schafen zu klauen. Hier gebe ich denen dann Kraftfutter rein, die Rüge mache ich gleich noch sauber, drehe die um. Und vorher, bevor ich die da rauslasse, aus dieser Gruppe sperre ich die Lämmer ab, dann kann ich hier auch schön Futter aufstecken. Die Lämmer hier, man sieht ja auch, die bilden schon ziemlich ein Kreuz, also bei den Einigen. Also die ich ohne 2 gestempelt habe, die bekommen
viel Milch, dass die ja ziemlich gewaltig wachsen. Die sind auch alle schon älter. Dann kommen die dann noch Wasser zu trinken. Hier habe ich halt einen Lämmerschlupf, in dem ich die absperre. Die lernen das ziemlich schnell nach ein paar Tagen, dass sobald draußen mit den Eimern geklappert wird, dass sich die meisten schon ja, hier rein zurückziehen. Da kommen die raus. Natürlich zu den Mutterschafen und die Mutterschafe wollen zu ihren Lämmern. So. Die Prozedur kennen die schon. Das ist erstmal ein Durcheinander. Die suchen ihre Lämmer. Aber in ein paar Minuten ist das Gröbste vorbei. Dann sind die wieder ruhig. Ja. Ursprünglich wollte ich in diesem Video das Klauenschneiden machen. Die Mittel, was ich so dafür einsetze, zum Aufbeizen. Nur ich habe das von der Zeit her diese Woche noch nicht hingekriegt. Im Plan steht, dass die Schafe, die jetzt hier stehen, in 2 Wochen schon nach draußen gehen. Bis dahin will ich die geschnitten haben. Dann will ich das auch mitfilmen. Wenn ihr ja, dann Lust habt, wieder reinzuschauen, dann abonniert den Kanal. Daumen hoch. Schreibt es in die Kommentare, was euch ja, daran interessiert, wie ich das mache, warum ich es mache. Und ich werde sobald wie möglich antworten. Dankeschön für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal.